Hey, meine Leute draußen, ich bin's Jan von Buddies Unite und herzlich willkommen zu einem weiteren Blister-Pack-Opening auf unserem Kanal. Und zwar haben wir ja bereits drei dieser Blister der brandneuen Match Attacks Champions League Karten auf unserem Kanal geöffnet. Aber Tops hat uns nochmal eins geschickt. An der Stelle deswegen auch vielen Dank an Tops für das Bereitstellen dieses Blisters. Und ich dachte, ich öffne das auch gleich wieder für euch. Bisher, von den Päckchen, die wir bisher geöffnet haben, von den Blistern, kann ich einfach nur sagen, dass die mega overpowered sind. Ich hoffe, dieses Blister hat auch wieder einiges parat für uns. Schaut euch auf jeden Fall die anderen Blister-Openings an. Die verlinke ich euch oben in der Infokarte. Genauso wie die Blister der Bundesliga, die ja jetzt auch draußen sind. Habe ich auch schon ein Video gemacht zu allen drei Blistern. Aber genug Werbung. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass wir einmal ein Blister hatten, wo wir nicht nur eine, sondern zwei Limis drin hatten. Und dann hatten wir noch ein anderes Blister, wo neben der Limi noch zwei Club 100 drin waren. Also unglaublich starke Blister. Dann hatten wir aber auch noch eins, das war relativ unspektakulär, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen. Also da waren auch ein paar nice Special-Karten drin, aber nichts Vergleichbares zu den anderen beiden Blistern. Deswegen bin ich gespannt, was wir heute haben. Ich öffne das Ganze mal, hole das Ganze aus dem Plastik raus. Was wir hier drinnen finden, sind 5 Päckchen der Champions League Karten, wovon hier ist es das erste. Bei den anderen war es immer das letzte, hier ist das erste. Hier steht es drauf, 6 Karten inklusive einer limitierten Karte, also in diesem Päckchen ist eine Limi, garantiert, das ist auch der garantierte Inhalt. Hier steht es auch, eine limitierte Karte in diesem Pack. Das Ganze kostet 5 Euro, 5 Päckchen, 30 Karten, wie man es gewohnt ist. Und man bekommt eine von 14 verschiedenen Limis der Limited Edition Super Squad, so heißt es ja dieses Jahr. 14 der besten Spieler der Welt, die bei der Champions League dieses Jahr teilnehmen, sind da vertreten. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Das sind nochmal die Pack Odds für die Special Karten. Was wir heute bekommen wollen, ist neben der Limi sicherlich eine Club 100 Karte oder auch eine Hattrick Hero Karte. Die Hattrick Hero Karten, ihr seht es in jedem 48. Päckchen, also relativ selten sogar. Und wir haben bisher auch noch keine gezogen. Also, ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn wir da heute eine bekommen würden. Aber auch eine Club 100 Karte wäre auf jeden Fall schon nice. Hier diese Codes gebe ich euch gerne. Da könnt ihr digitale Päckchen auf der Website von Tops freischalten. Dann beginnen wir mit der ersten Karte. Das ist Ivan Tomečak vom FC Brügge. Dann haben wir Almami Touré. Handanovic von Inter Mailand. Blaise Matuidi. Dann haben wir eine Winners-Karte. Wir haben, glaube ich, zwei Special-Karten. Winners-Karte Marcelo von Real Madrid. Und Man of the Match. Man of the Match Sadio Mane vom FC Liverpool. 94. Völlig verdient. Letztes Jahr ja im Champions League Finale mit Liverpool gestanden, dort jedoch relativ deutlich gegen Real verloren, auch aufgrund individueller Fehler. Wir können uns alle daran erinnern, aber auf jeden Fall eine starke Saison gespielt. Bisher Liverpool auch in der Premier League wieder stark. Deswegen, ich bin gespannt, ob sie es wieder ähnlich weit in der Champions League dieses Jahr schaffen. Hier der Code, diesmal ein bisschen an der Seite. So, wir beginnen mit Manchester City Midfield Duo Bernardo Silva und Leroy Sané. Dann machen wir weiter mit Diallo von Dortmund, Salif Sané, den neuen Innenverteidiger von Schalke. Dann haben wir Alisson Becker vom FC Liverpool. Viel, viel Geld haben die für den bezahlt, den neuen Keeper, den Brasilianer. Und wir haben wieder zwei Special Karten. Goal Machine Karte, Gomez von Galatasaray Istanbul. Und ihr seht schon, ihr wisst, was das bedeutet. Es ist eine Club 100 Karte. Und was, wer ist es? Wer ist es? KDB, Kevin De Bruyne. Ich lege die mal hier dazu. Kevin De Bruyne, Club 100.
Also, richtig starke Karte. Ich habe euch doch gesagt, die Blister sind richtig, richtig nice. Also, ihr findet die Club 100 Karten in jedem neunten Päckchen. Hier sind fünf Päckchen drin. Das heißt, in jedem zweiten Blister sollte im Schnitt eine drin sein. Steffen hat das letzte Mal zwei in einem gehabt. Mal schauen, ob ich das auch noch schaffen kann. Also, es war jetzt das zweite Pack und die erste Club 100 Karte. KDB, auch einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen, momentan im Fußball und in der Champions League. Einfach genialer Spieler. Hier wieder ein Code. So, dann bin ich auf jeden Fall gehypt und gespannt auf die nächsten Packs. Wir haben ja auch noch eine Limi. Da haben wir den FC Bayern als Logo. Michy Batshuayi. Der hat letztes Jahr ja noch zumindest ein halbes Jahr bei Dortmund gespielt. Jetzt ist er bei Valencia. Wobei ich glaube, der ist auch jetzt wieder nur ausgeliehen von Chelsea. Dann haben wir Eric Lamela, Danilo. Dann haben wir Robin Olsen und Luka Modric, der ein grandioses Jahr hatte. Luka Modric, hier Winners-Karte 80-85 für Real Madrid. So. Nächstes Päckchen, Leute. Hier wieder der Code. Mal schauen, was wir noch bekommen. Former und Fanaken von Brügge. Dann haben wir Andrea Raggi. Arkadiusz Milik von Napoli. Dann haben wir Arthur von Barca, Leon Goretzka und CR7, Leute. Cristiano Ronaldo schaut auch mal vorbei. 90 Angriff, 100% hier. Richtig starke Karte. Einmal habe ich die ja schon gezogen. Ich finde diese Go Machine-Karten auch richtig nice mit diesem Holo-Effekt. Ja. Auf jeden Fall starke Karte. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Päckchen. Ich werde das Ganze mal so rum öffnen, weil ich glaube, dass man sonst schon sehen kann, wer die Limmy ist. Also, als erstes hier wieder der Magic Life Code. Diesmal mit den Limmys hier vorne drauf. Wobei da ja einigen drauf sind. Das heißt, es spoilert noch nicht, was hier drin ist. Hinten sehen wir ein ganz bisschen Dealer. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Auf jeden Fall ist da eine Limmy drin, wie es sein sollte. Wir haben Jerome Boateng. José Callejón. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es sind auch noch andere Special-Karten drin. Hier haben wir Eric Bailly dabei. Ich glaube, Steffen. Wir haben sogar drei Special-Karten. Jawohl. Da bin ich gespannt. Ich glaube, Steffen hat sogar seine andere Club 100-Karte in diesem Päckchen gehabt. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal Odri Sola von Real Madrid. Ich glaube, Linksverteidiger, wenn ich mich nicht täusche. Das ist die Winners-Karte. Die zweite Special-Karte ist noch eine Man of the Match-Karte, die ja sowieso krank aussehen. Kalidou Koulibaly von Napoli. Man of the Match. Und jetzt zu guter Letzt noch die Limi. Okay, ist falsch rum. Mal schauen, ob wir was erkennen können von der Frisur oder so her. Champions League. Also schon mal kein Barca-Spieler. Es ist Virgil van Dijk, Leute. Virgil van Dijk vom FC Liverpool. Limited Edition Super Squad. Starke Karte. 92 Verteidigung. Ich feiere auch das bei diesen Limis. Der Verteidigungswert und der Attack-Wert in zwei verschiedenen Farben leuchten. Beziehungsweise ja, reflektieren. Ist auf jeden Fall ein starkes Design mit diesem Hellblau und Pink. Die Champions League hat ja insgesamt ihr ja, Overlay ein bisschen, ihr Design ein bisschen angepasst. Jetzt noch mehr mit diesem Pink und Hellblau, deswegen ist es natürlich auch in dieser Serie so vertreten. Finde ich auf jeden Fall eine starke ja, Farbkombi. Und die Limis sehen auch stark aus. Also, wieder sehr, sehr erfolgreiches Blisterpäckchen. Also, bisher habe ich nichts zu meckern an diesem Blisterpäckchen, die sind einfach nur stark. Ich habe auch noch ein Multipack hier liegen, das wird auch die nächsten Tage kommen. Da werde ich mal schauen, ob das ähnlich stark ist. Also die Multipacks wie die Blisterpacks. Bisher aus vier Blistern, kann ich euch sagen, aus vier Blistern hatten wir fünf Limis und drei Club 100 Karten. Und dann, ihr seht es ja, aus fünf Päckchen, wie viele Special-Karten da drin waren, sorry. Ja, also ich finde es auf jeden Fall stark. Die Blister findet ihr jetzt auch überall im Handel. Also ich habe sie überall schon gesehen, am Bahnhof bei uns, an verschiedenen Kiosken. Also die sollten wirklich überall erhältlich sein oder auch natürlich im Tops
Online-Shop. Das war es auf jeden Fall von mir für heute. Schreibt mir in die Kommentare, was euer bestes Blister war. Ich habe ja auch schon von euch gehört, dass auch manche mehrere Limis schon drin hatten und Klopapier und so. Würde mich auf jeden Fall interessieren und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Ballist United. Ciao.